Deine Mike, haben wir ja schon gesehen im Roll Talk. Er wirft ganz viele Dynamitstangen um sich herum und jede Dynamitstange macht. Hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Rollstars. Der eine oder andere hat es vielleicht mitbekommen. Ich war letzten Tage leider weg. Ich musste weg. Und genau dann kam anscheinend der größte Roll Talk dieses Jahres raus. Also legitim, ich habe noch nichts davon gesehen. Ich weiß ein paar Sachen, wie ich zum Beispiel sehen kann. Neue Brawler, Gadgets. Mir wurde auch schon gespoilert anhand halt der Thumbnails da unten zum Beispiel, dass es zwei neue Brawler gibt. So, das wurde mir einfach gespoilert. Ich habe versucht, Spoiler zu umgehen, aber ich weiß, dass es zwei Brawler gibt und Gadgets, weiß ich, dass sie existieren, weil es im Titel steht. Und das ist alles, was ich weiß. In diesem Video werde ich aber nicht nur auf den Brawl Talk reagieren, sondern ich werde auch noch auf was anderes reagieren. Das kommt ein bisschen später. Deswegen zum Brawl Talk. Ich werde nur meine Reaktion da lassen und halt, wie ich das finde und gar nicht lange darüber reden, weil ihr wisst ja eh schon Bescheid. Oh Gott, was war das? Was ist das denn? Was ist das denn? Gab es einen Wettbewerb für den hässlichsten Skin im gesamten Spiel? Was ist das denn? Aber ich mag den irgendwie. Okay, weiter. Okay. Hello and welcome to Brawl Talk. We've got a super exciting update for you. It's gonna last us all the way through May. Bitte was? All the way through May. We have two brawlers, 8 skins, rework to old environments and a new environment, new challenge, and gadgets? Gadgets? Gadgets are a unique ability that are coming to every brawler in the game. They'll unlock at power level 7 and you can find them in boxes and in the shop. They're a bit more common than star powers, meaning that it's easier to find in boxes, but they're not as easy to use. That's right. What? Ab Level 7 werden die freigespielt? Und was ist das bitte für eine kranke Fähigkeit von Dynamic? Später mehr dazu. Also. So let's start with the things we are seeing in March. First, the brawler, Jackie. That's right. Jackie is a new super rare brawler coming with the update. She's very loud. She has a jackhammer. Gefällt mir. And because her tools are so loud, she annoys the out of Carl. She's part of the Carl and Mike gang, and you can see her hopping with her jackhammer. And her attack, it's... you don't have to aim. Okay. It's just like an area around. Ja, also sie haut einfach auf den Boden, und dann hast du in so einem Kreis... Interessant. Hatten wir, glaube ich, noch nicht, oder? So ein Kreis als Hit-Treffer... Das gibt's, glaube ich, noch nicht. Finde ich interessant. Könnte mir, glaube ich, ultra gefallen. Ich mag ja Innerkämpfer. Könnte ultra cool sein. It's just like an area around her, which means that's really strong, but you have to be close to the brawler to actually do some damage. That's exactly right. Könnte von den neuen Brawlern einer meiner Lieblingsbrawler werden. Also gefällt mir sehr, sehr. Sehr, sehr, sehr. Right, and her super is really neat. It pulls in all nearby brawlers and does damage to them. Ooh, okay. Now let's talk about skins. We have a Darrow rework. Mascot Darrow. Now let's talk about skins. We have a Darrow rework. Das ist ein neuer Darrow. Erstmal nice, dass es einen neuen Daryl gibt. Ich bin aber nicht hundertprozentig davon überzeugt, muss ich sagen. Aber ich glaube, ich finde es besser als den alten Daryl. Der alte Daryl sah ein bisschen klobig aus. Der hier sieht auf jeden Fall viel nicer aus. Hat ein bisschen mehr Persönlichkeit, wenn man so will. Der Skin. Der geht gar nicht. Der geht gar nicht. two new Star Skins. We have College Ems and Evil Bunny Penny. Das ist ein Star. Okay, eventuell ist das ein Skin, wofür ich Starpunkte ausgeben werde. Ich bin ja einer der größten Penny-Fans im gesamten Spiel. Kann man, glaube ich, einfach so sagen. Und der sieht schon nice aus. Den hole ich mir zu 1000%. And let's not forget. PSG, Shelly, ja. PSG ist ein scheiß Fußballverein, sag ich mal zu, aber gut, dass es existiert. Oder? Ja, er schadet nicht, dass es existiert. Ist okay. Get PSG Shelly. But wait. But one cool thing about the PSG Shelly is that you can get it for free by playing the PSG Cup, which has the same layout as the Championship. Ich meine natürlich, PSG ist der beste Fußballverein aller Zeiten. In addition, tickets will no longer drop in boxes or be in the shop. We're gonna remove them in the next update and we have some changes planned. Tickets werden aus dem Spiel genommen. Also ich kann verstehen, warum die aus dem Spiel genommen werden. Weil Supercell hat ja auch die ganzen Daten, wie viel Modus gespielt wird. Und die haben bestimmt gesehen, ah, okay, die ganzen Ticket-Events, die werden nicht gespielt. Also was heißt das? Ticket-Events, die Leute mögen das nicht. Aber das stimmt ja nicht.
wie Leute mögen Ticket-Events, nur seit über einem Jahr dieselben drei Ticket-Events immer und immer und immer wieder zu haben, ohne irgendeine neue Map, ohne irgendwie was Neues, das macht's halt langweilig. Und deswegen, wenn Ticket-Events aus dem Spiel genommen werden würden, wäre ich ein bisschen enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es wurde gesagt, dass sie überarbeitet werden. Also die Tickets werden überarbeitet, aber... But that's not all. Coach Mike sieht ultra cool aus. Horus Bow ist hier der Skin, den Gedi Goku, der Fan gemacht hat, der die ganzen Fanarts macht. Die YouTuber ganz gerne mal als Clickbait-Titel benutzen, wo sie dann im Sample den Mund groß aufreißen und der Titel heißt dann irgendwie der neue Brawler im Spiel. Aber nee, ist einfach nur ein Fanart-Skin. Ich weiß nicht, warum Leute die Zuschauer so hart verarschen und damit durchkommen. Der Jesse-Skin, auch ultra, ultra, ultra cool. Und jetzt noch der zweite Brawler. Yep. Wer bist du denn? Hello. Ist das ein Mix aus Spike und ein Also ist das... Wenn Spike ein Werfer wäre, ist das das? Weil das sieht so aus, der wirft und dann kommt er so... So don't forget to subscribe, like the video. Okay, und jetzt können wir tatsächlich schon über die Gadgets reden. Denn ich habe von Super Smash ein bisschen Liebe gekriegt. Oder von Jürgen. Ich habe von Jürgen ein bisschen Liebe gekriegt. Und ich kann vorab schon über jedes einzelne Gadget reden. Werden jetzt gerade zu der Sekunde bestimmt ein paar andere YouTuber auch machen. Aber ey, lass einfach mal kurz jedes Gadget durchgehen und ich sag dazu dann meine Meinung. Die Gadget-Fähigkeit von 8-Bit. 8-Bit kann sich teleportieren. 8-Bit kann sich nicht überall hin teleportieren, aber zu seinem Schadensgebäude. Das Tote. Der Booster. Und auf jeden Fall kann er sich dahin teleportieren. Wenn er sich dahin teleportiert, geht das Ding aber kaputt. Fähigkeit von Barley. Barley kann den Boden so ein bisschen vollmatschen und Gegner, die durchlaufen, laufen ein bisschen langsamer. Fähigkeit von Bee. Bee kann den Boden so ein bisschen zumatschen mit Honig und Gegner, die da durchlaufen, laufen ein bisschen langsamer. Fähigkeit von Bibi. Wenn Bibi ihr Gadget aktiviert, dann heilt sie 600 Leben pro Sekunde für 4 Sekunden. Also sie kann sich quasi heilen. Ist interessant. Gibt bestimmt viele Möglichkeiten, was man damit anstellen kann. Fähigkeit von Bow finde ich noch ein bisschen interessanter, denn Bow haut so einen Totem auf den Boden und alle Teammates und er selbst, die dann in diesem Bereich drinstehen, laden automatisch ihr Super auf. Das heißt, Bow kann sein Super und das Super von den Teammates aufladen, ohne dass irgendwer irgendwas machen muss. Und wenn nicht alles schief läuft, wird das ein Super sein, was unfassbar viel gespielt wird. Und das hört sich richtig krank an. Das Gadget von Brock. Brock schießt auf den Boden und schleudert sich damit quasi in die Luft. Ist quasi wie der Dynamax-Sprung, nur ein bisschen anders. Und er macht damit 500 Schaden. Bull kann sich instant um 1500 Leben heilen. Also der haut sich quasi eine Spritze rein, die den heilt. Ich weiß nicht, was es sonst sein soll, aber auch unfassbar krank. Karl, der kann so machen, dass der Boden so ein bisschen kacke wird. Und gehen halt durchlaufen oder es berühren, kassieren 300 Schaden pro Sekunde. Cold kann instant 2 Schüsse nachladen. Finde ich eigentlich auch super krank. Also für Cold super wichtig, starke Fähigkeit. Die Krähe hat leider auch was sehr Starkes gekriegt, und zwar ein Schutzschild, der für 3 Sekunden 60% vom Schaden ablockt. Leider sehr stark, dadurch wird die Krähe nochmal eine Ecke stärker. Devils ist ganz lustig, denn der dreht sich einfach und ballert in alle Richtungen. Und wenn er trifft, macht er Schaden. Hört sich, finde ich, interessant an. Hätte ich ganz gerne so für einen Brawler gehabt, aber gut. Hat halt Daryl als Gadget-Fähigkeit. Dynamike, haben wir ja schon gesehen im Brawl Talk. Der wirft ganz viele Dynamitstangen um sich herum. Und jede Dynamitstange macht 700 Schaden. El Primus ist interessant. Der greift einen Gegner und... ganz, ganz merkwürdig. Ems finde ich ganz cool. Denn Ems kann mit ihren... Ich muss aufpassen, was ich sage. Es gibt jetzt super Star-Power-Gadgets. Gadget. Fähigkeit. Sie kann mit ihren Gadget, mit ihrer Gadget-Fähigkeit, kann sie Gegner wegschleudern von sich und macht damit auch noch 500 Schaden. Ist ganz gut, das Problem von Ems ist ja, dass wenn Gegner nah sind, hat sie ein Problem, sie kann sie damit zurückschleudern. Super cool. Franks ist auch interessant, denn Frank wird immun gegen Knockback-Effekte, gegen Betäubungen, gegen Effekte, die ihn langsamer machen. Jeans Fähigkeit ist so ähnlich wie die von Ems, der kann alle Gegner wegschleudern und heilt sich dabei aber um 1000 Leben. Jessys Fähigkeit macht, dass ihr Geschütz so eine Schockwelle herbeibeschwört, die alle Gegner langsamer macht. Leon wird einfach zu Naruto, denn er kann Schattendoppelgänger aktivieren.
Ich glaube, der kann nicht angreifen. Aber auf jeden Fall kann er mit Gegner verwirren. Ist auf jeden Fall schlecht. Max kann so einen Dash nach vorne machen. Finde ich auch nicht schlecht. Mr. P kann so einen kleinen Buff raushauen, wodurch 150 Schaden mehr gemacht wird und 1000 Leben mehr da ist fürs Viech. Nieses Fähigkeit finde ich super interessant, denn die kann ihren Bären den Befehl geben, einmal auf den Boden zu hauen und damit Gegner zu betäuben. Finde ich persönlich sehr, sehr nice. Pam hat die Fähigkeit, die einmal so eine super Heilung raushauen kann, also so eine Instant-Heilung. Sie aktiviert ihr Gadget und dann heilt sie einmal 1200 Leben an sich und alle Teammates in der Nähe. Also eine sehr, sehr starke Heilung. Im Grunde so ein bisschen wie die von Poco, nur anders. Penny's Gadget, ich bin ein großer Penny-Fan, macht, dass Penny's Geschütz quasi einfach explodiert, muss man so sagen. Es explodiert, es kann Wände kaputt machen und es macht 1500 Schaden. Piper's Fähigkeit finde ich auch sehr lustig. Und zwar wird sie einfach zu McCree von Overwatch. Und zwar macht sie einfach bam, 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 bam. Sie macht 4 schnelle Schüsse und jeder Schuss davon macht 400 Schaden. Poco hat einfach noch eine zweite Heilfähigkeit gekriegt und zwar halt er 500 Leben pro Sekunde für 5 Sekunden. Rico schießt einfach wie ein Verrückter in alle Richtungen, kann man machen. Rose finde ich komisch, die kann Busch herbeibeschwören. Und das ist fast Rose, aber ich weiß nicht, wann das nützlich sein soll. Sandy wird durch das Gadget zu Relaxo, denn Sandy pennt einfach ein für 2 Sekunden und ist dann voll geheilt. Kann man machen. Shelly hat auch so einen Dash nach vorne, hat dafür aber noch einen Greifhaken, was auf jeden Fall nicht verkehrt ist. Spike schießt auch so 3 Ladungen an Nadeln durch die Gegend und macht damit 520 Schaden. Taras Fähigkeit ist ganz interessant, denn wenn Tara ihr Gadget aktiviert, dann können sie und alle Teammates alle Gegner in Büschen sehen. Und zu guter Letzt Tick. Tick macht auch einen Dash und er droppt dabei eine Mine. Ich habe aus irgendeinem Grund Mortis vergessen. Der dreht sich einfach und schlägt die Gegner und macht damit 1300 Schaden. Und das sind alle Gadgets. Wir sind da jetzt ein bisschen durchgerast. Fairerweise sage ich das dazu. Ich habe das gerade schon aufgenommen. Nur da hat mein Mikrofon irgendeinen Soundfehler gehabt und ich klang einfach wie so ein Roboter, ganz komisch. Ich hoffe, das ist jetzt nicht der Fall. Das wäre natürlich ein bisschen doof. Aber ja, die Gadgets finde ich super interessant. Meine Lieblingsgadgets bis jetzt sind auf jeden Fall das von Dynamic finde ich spannend. Das von Bo finde ich spannend. Das von Frank finde ich spannend. Und den Rest muss man, glaube ich, ein bisschen gucken. Das von der Krähe ist leider auch spannend, aber leider ein bisschen zu stark. Verrückte Krähe. Wie ist denn eure Meinung zu den Gadgets? Schreibt es mal in die Kommentare und ansonsten cool, dass ich mal vorab auch was zeigen konnte. Das hat mich gefreut. Dankeschön. Dann sehen wir uns aber bis zum nächsten Mal, falls ihr neu seid. Lasst doch mal ein Abo da. Bis dahin, Leute. Und ciao.